Mit Assassin's Creed Unity erscheint am 28. Oktober der erste reine Next-Gen-Ableger der Reihe und unter anderem darauf liegt natürlich dieses Jahr der Hauptfokus am Ubisoft-Stand. Mit unserem neuen Assassinenhelden Arnaud treiben wir uns diesmal während der Französischen Revolution in Paris herum. Hierbei verschmelzen auch erstmals Singleplayer und Multiplayer nahtlos miteinander, sodass ihr euch jetzt jederzeit mit bis zu 3 Freunden zusammen ins Spiel stürzen könnt, wenn ihr wollt. Pünktlich zum Start in die nächste Generation wurde auch das Spielprinzip gründlich aufpoliert und wartet mit einigen Neuerungen im Vergleich zu den Vorgängern auf, wie zum Beispiel das neue sogenannte Blackbox-System. Was das zu bedeuten hat, haben wir im Interview auf der Gamescom herausgefunden. Wir haben einige Neuerungen in die Missionen eingebaut und Blackbox ist sicherlich die wichtigste. Bei einer Blackbox handelt es sich bei uns um einen Bereich im Spiel. Das kann irgendwo draußen sein oder aber auch im Innern eines Gebäudes. Jeder Bereich, dessen Umkreis wir zum Beispiel mit Wachen oder Mauern eingrenzen. Innerhalb dieses Bereiches hast du eigentlich ein relativ simples Ziel, zum Beispiel ein Attentat. Man kann mit Hilfe seiner Skills und Tools einen Weg finden, die Mission auf die Art und Weise zu beenden, wie man selbst möchte. Diese Neuerungen im Gameplay sind natürlich auch nicht spurlos an der Steuerung vorbeigegangen. Man wollte der Stealth-Mechanik mehr Bedeutung geben. Diese gibt es zwar schon ewig in Assassin's Creed, doch sie wurde nach Meinung der Entwickler immer etwas zu selten eingesetzt. Man wollte, dass die Spieler etwas häufiger darauf zurückgreifen. So ist es ab sofort zum Beispiel möglich, eine Mission komplett schleichend zu absolvieren, mithilfe der neuen Tools. Doch was wurde an der Steuerung noch verändert? Wir wollten sicher gehen, dass das Kämpfen nicht der Weg mit dem geringsten Widerstand bleibt. Zuvor war man irgendwann so übermächtig, dass man mit Leichtigkeit ganz schnell mehrere Wachen auf einmal ausschalten konnte. Und genau das haben viele Leute auch getan. Diesmal haben wir die Kämpfe etwas herausfordernder gestaltet. Die Steuerung ist sehr einsteigerfreundlich, leicht zu lernen, jedoch schwer zu meistern. Wenn du nun mehr als 3, 4 oder 5 Feinden begegnest, dann wird es richtig knifflig. Du stehst dann vor der Wahl, weiter zu kämpfen oder dich rar zu machen und dich stattdessen schleichend fortzubewegen. Nach 3 aufeinanderfolgenden Attacken wird die Zeit etwas verlangsamt, wodurch auch weniger Button-Mashing möglich ist. Mit dem A-Knopf duckst du dich zum Beispiel, mit X greifst du an, mit B wird pariert und dazu bewegst du dich natürlich mit dem Stick. Mit Assassin's Creed Unity erwartet uns eines der Next-Gen-Abenteuer, auf die wir alle gewartet haben. Am 28.10. geht es endlich los und Assassin's Creed Unity wird für die PlayStation 4, die Xbox One und für den PC in den Läden stehen.